Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam. Die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo. Aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklicken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop, dreckiger Mensch, Spamming 1, und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Hallo, ihr Heiden. Ich habe es geschafft. Skype wollte zwar nicht, aber ich habe es geschafft. Es ist der 10.01.2016. Ich muss jetzt sagen, 2016. Für mich war 2014 das Beste. Wir reden über den Islam. Wir reden weniger über Muslime, sondern eigentlich eher über die Ideen. Das heißt, genau wie Ike sagte, wir wollen nicht die Muslime, die Personen beleidigen, sondern wollen eigentlich helfen, Leuten, sowohl Muslimen als auch anderen, ein paar Hintergründe zu zeigen. Weil ich habe wieder jetzt durch die Woche haben wir uns öfters unterhalten, durch die ganzen Vorkommnisse in Köln. Und da ist dann bei mir der Forscherdrang ausgebrochen. Und da habe ich dann mal ein bisschen im Netz geguckt, was es da so gibt. Und das ist schockierend, was die Leute da eigentlich von sich geben. Es ist egal, ob das Ungläubige sind, es ist egal, ob das andere Muslime sind. Und es ist verheerend. Vor allem die Ahmadiyyas, die machen einen Wirbel, die machen einen Wind. Das gibt es überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Und deswegen ist es immer wieder richtig und immer wieder wichtig, dass wir betonen, dass wir nicht an Götter glauben. Wir sagen nicht, wir wissen haargenau, es gibt keine Götter. Das ist nicht der Atheist. Ich nenne mich, ich identifiziere mich als etwas, was ich nicht bin. Und das ist der Atheist, weil Theisten das wollen. Ich finde das Quatsch und Blödsinn, weil ich einfach nicht glaube. Also bin ich ein Mensch ohne einen Zusatz, also bin ich einfach nur Mensch. Aber Theisten wollen gerne, dass wir uns identifizieren als Nicht-Theisten, also Atheisten.
Das heißt aber noch lange nicht, dass dadurch, dass ich nichts glaube, ich aktiv etwas tue. Das heißt, das ist keine Tätigkeit damit verbunden, wenn ich morgens aufwache und merke, ich glaube immer noch nicht, dass es Götter gibt. Jetzt tue ich aber nichts. Ich bete nicht, oh, irgendein Nicht-Gott, bitte zeig mir, dass es keine Götter gibt. Ich beschäftige mich einfach nicht damit. Das heißt also, der Ismus für den Atheisten, also die Tätigkeit des Atheistseins, ist eigentlich relativ gering, nämlich null. Ich mache nichts. Dann kommen Leute und sagen, ja, aber der Atheist identifiziert sich nur darüber, dass er in einer Community ist. Das ist auch Quatsch. Ich umgebe mich nicht mit anderen Ungläubigen während der Woche. Ich mache das gerade mal am Wochenende an einem Sonntag, indem ich mich mit einem anderen Atheisten hier treffe und wir uns dann unterhalten über den Islam. Ansonsten tun wir nichts. Und dieser Unglaube ist dann, manifestiert sich nicht irgendwie, sondern ist einfach nur, dass ich ein normaler Mensch bin, mit genau denselben moralischen Vorstellungen und alles wie jeder andere auch, nur dass ich eben nicht einen Gott brauche, um das zu tun. Das heißt, ich bin auch nicht in irgendeiner Beziehung zu irgendeinem Gott, weil es die einfach nicht gibt. So, und wir unterhalten uns halt über den Islam und versuchen halt mit Leuten in Verbindung zu treten, um einfach zu verstehen, einerseits von außen rein zu uns, wie sehen Leute den Islam, wieso glauben sie, was sie glauben, was bedeutet der Islam für einen Moslem, und wir gucken uns eher dann den Islam aus den historischen und Texthintergründen an. Das heißt, wir sind nicht Theologen, indem wir uns jetzt mit den einzelnen Riten des Islam auseinandersetzen, sondern wir gucken uns eher an, wo kommt das Ganze her? Was ist der Hintergrund? Wie kann man den Islam sehen? Wie weit dringt die Politik, die ja immer im Islam vorhanden war, heute noch durch das, was wir sehen in den Aktivitäten derjenigen, die dem Islam folgen? Und das versuchen wir halt aufzudröseln, indem wir uns den Koran angeguckt haben, gesehen haben, was der Text eigentlich sagt, wie weit wird das entweder negiert oder unterstützt durch die Hadith. Und was sagt eigentlich der Islam zu seinen Leuten, zu seinen Anhängern? Und das versuchen wir halt ein bisschen zu zeigen. Und da würden wir uns freuen, wenn die Leute uns kontaktieren, indem sie uns zeigen, wie politisch und wie die politische Ideologie des Islam sie betrifft in ihrem täglichen Leben. Weil ich glaube, die meisten Muslime wissen das gar nicht, dass der Koran zwar eine Religion in der Mitte ist, aber alles, was den Islam ausmacht, politisch ist. Genauso wie das Sozioökonomische im Islam sehr stark in den Hintergrund tritt. Aber wenn man sich da mal ein bisschen genauer mit befasst, dann sieht man, dass das ständig irgendwo auftaucht. Und das versuchen wir halt zu sehen. So, kontaktiert uns doch einfach. Genau, und für die Kontaktdaten blende ich gleich ein. Ich muss nur noch ein anderes Bild kurz laden. Einen Augenblick. So. Jetzt kann ich das wieder freigeben. Hier seht ihr gerade zwei Links eingeblendet. Oberer Link ist einfach zum Zuschauen. Werdet ihr direkt zu YouTube rüber verlinkt, verwiesen. Und da könnt ihr live zugucken. Leider könnt ihr keine Kommentare abgeben. Wenn ihr was sagen wollt, müsst ihr das über den Hangout-Link machen. Dann kommt ihr in die Hangout-Sendung. Wenn ihr nichts sagen wollt, ist das nicht so tragisch. Aber so könnt ihr mit uns direkt live in Kontakt treten. Das wäre dann der untere Link. hangout.die-gottlosen.ch. Und das ist der Link, wo ihr auch akustisch mitmachen könnt oder halt per Webcam, wie es euch beliebt. Aber es wäre immer schön, wenn jemand Zusätzliches dabei ist, der seine Meinung kundtut, sein Wissen preisgibt. Weil wir sind auch nur Menschen, wir können natürlich überhaupt nicht alles wissen. Wir sind einfach nur ein bisschen versierter als die meisten jetzt im Islam. Und es schadet aber nicht, wenn mehrere Leute dazukommen, die noch wichtige kleine Details vielleicht preisgeben können. Ich habe jetzt einfach noch ein Bild geladen. Ich wollte, keine Ahnung, habe ich nebenher kurz gebastelt. Wer Star Wars kennt, kennt auch den Admiral Akbar. Und
Der Aluhut Akbar habe ich mir jetzt einfach so. Ich weiß nicht wieso, ich musste den anderen. Aluhut, jetzt habe auch ich das verstanden. Aluminiumhut, ein Hut aus Alu. Jetzt kapiert. Aluhut Akbar, ja. Ich habe das nicht kapiert am Anfang, okay. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das jetzt machen musste, aber ich hatte irgendwie einfach den Drang dazu. Jedenfalls, zuerst mal die News. Diesmal ein bisschen weniger News. Ich denke, die Sendung wird heute extra kurz eigentlich. Also ich kann mir es vorstellen, dass sie kurz wird. Sagen wir es mal so. Muss ich nur wieder das richtige Fenster erwischen hier. Da ist es. So, hier hat es in der Tagesschau.de hat ein kleines Dossier veröffentlicht von dieser Sabine Rossi, die halt ein bisschen das Ganze aufzeigt, was eigentlich der Terrorismus in Saudi-Arabien ein bisschen darstellt, wieso es überhaupt diesen Terrorismus gibt und dass er ein angebliches neues Phänomen sei seit den 70ern ist, also 70er, 80er sei das ein Phänomen des Terrorismus. Sie verschweigt ein bisschen im ganzen Text, dass sie eigentlich der Wahhabismus Einklang fand im 17. Jahrhundert. Das war 1700, ich hatte das vorhin gerade noch offen, 1740 oder 1730, also schon 300 Jahre besteht diese Verbindung zwischen den Saudis und den Wahhabiten. Und die Saudis haben quasi den Anspruch der Ländereien für sich beansprucht und die Regierung an sich. Und die Wahhabiten haben die Spiritualität, wenn man es nett ausdrücken will, für sich gepachtet. Das heißt, die eine Macht treibt die andere Macht an und beide nähren sich und halten so eigentlich die ganze Bevölkerung schon fast 300 Jahren in Gefangenschaft. Das wird ein bisschen im Artikel nicht so dargestellt, sondern als sei es eine neue Erscheinung des Terrorismus seit 1974, wird glaube ich, hier geschrieben. Irgend sowas. Also es soll einfach eine neuere Erscheinung sein, was ich ein bisschen peinlich finde, wenn man dann das so darstellt. Einfach nur, weil wir in der jetzigen Zeit halt den islamischen Staat im Irak und in Syrien sehen, aber es ist keine neue Erscheinung. Es ist etwas Altes und das ist kein neues gefährliches Spiel des Königs Salmons. Das habe ich ja das Bilderspielchen auch gemacht mit dem Fisch und der Krone. Sondern das ist wirklich ein uraltes Spielchen, das jetzt halt durch die neuen Medien vielleicht ein bisschen schöner dargestellt werden kann, wie es eigentlich ist. Aber neu ist gar nichts daran. Also was ich hier monieren muss, ist, dass sie zum Beispiel mit Wörtern rumschmeißt wie Dschihadist, ohne zu erklären, was das eigentlich ist. Ja, das ist eben das Problem, was ich meine. Sie tut so, als sei das ein neues, modernes Wort. Das stört mich. Das ist nichts Neues. Das Wort selber wurde wohl am ehesten von den Sufis geprägt, weil die Sufis haben durch die Liebe zu Gott, das war so ihr Drängnis, durch die Liebe zu Gott mussten sie alle anderen unterjochen und sagen, ihr dürft nur noch Gott anbeten, weil Gott müsst ihr lieben, alle anderen sind unwichtig. Und das waren so die richtigen ersten eigentlich Hardcore-Terroristen. Nicht die ersten Terroristen im Islam, aber so die richtigen Hardcore-Terroristen, weil sie durch völlige Hingabe zu Gott, durch richtige Liebe zu Gott, denen ging vielleicht einer richtig ab, waren das so die richtigen Dschihadisten eigentlich in der Szene. Ja, aber sie sagt auch, dass das höchste Ziel eines Dschihadisten ist der Märtyrertod. Nein. Ziel eines jeden Muslim. Ein jeder Muslim kann einen Märtyrertod sterben. Du musst nicht Dschihadist sein, sondern du kannst durchaus, wenn du zum Beispiel in der Hajj, wenn du dort stirbst du den Märtyrertod. Und das kommt hier irgendwie überhaupt nicht raus. Was sie vermutlich da meint, ist eher, dass halt der einzige Punkt ist für den Dschihadisten, der Märtyrertod überhaupt. Der hat quasi kein anderes Ziel dann. Ein Moslem kann quasi, ein x-beliebiger Moslem hat vielleicht noch andere Ziele im Leben, aber da hat sie ein bisschen schon recht, wenn sie es so
umschreibt, könnte ich so sagen. Also, was hat denn sonst ein Dschihadist für andere Relevanz? Nee, das stimmt schon. Nur wie du der Märtyrertod ist nicht für den Dschihadi reserviert. Das nicht, nee. Aber ich denke, jeder Dschihadi will ein Märtyrer absolut sein. Aber nicht umgekehrt, aber, genau. Ja. Aber nicht jeder Märtyrer muss unbedingt ein Dschihadi sein. Das ist der Punkt, den ich machen will. Okay, bleiben wir dabei. Haben wir sonst noch was zu nee. Diesem? Nee, gut. Ich moser jetzt nicht mehr. US-Militär, weiterer IS-Hacker bei Drohnenanschlag getötet. Ich habe besonders viel Mühe mit diesem Vorgehen der USA. Weil es mittlerweile jetzt schon genügt, wenn man halt für die IS irgendwas am Computer tut. Wenn man nicht eine Waffe in die Hand nimmt und wirklich jemanden ans Leder will, hat die USA für sich quasi gesagt, wir haben Freifahrtschein zum Töten. Also da habe ich persönlich extrem viel Mühe. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Also was hier passiert ist, dieser IT-Experte hat seine Ausbildung, soweit ich das mitbekommen habe, in England gemacht, hat auch eine Firma, eine sehr ziemlich erfolgreiche Firma gegründet und war ziemlich alleine aber und dann ist er irgendwie abgerutscht in die Extremisten-Szene und schlussendlich innerhalb von 2 Jahren ist das passiert, dass er zum Cyber-Dschihadi geworden ist. Aber ich habe einfach extrem Mühe damit, dass man jetzt Angst haben muss, alleine wenn man am Computer sitzt und irgendwelche Webseiten bastelt oder Videos schneidet oder vielleicht einfach hackt, dass man damit mit dem Tode bestraft wird, weil dann ist die USA meiner Meinung nach kein Stück besser als irgendein IS-Halsabschneider. Und vor allen Dingen ist das eine völlig veraltete Vorgehensweise. Meine Güte, es muss doch jeder merken, dass du einfach mit mehr Bomben nicht mehr erreichst. Deswegen, man sollte, ich meine, wir sehen doch, dass der IS zu 50% Erfolg hat durch seine Cyberaktivitäten. So, warum macht man denn das nicht auch, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt in einen Cyberkrieg, weil das ist das, was ich meine als intelligente Kriegsführung. Dass man denen die Lebensgrundlage, nämlich eben das Internet, versagt. Sobald die eine Seite aufmachen, sobald die Videos draufsetzen, sobald die einen Twitter-Account aufmachen oder Facebook oder was immer, nein, der wird ganz einfach geschlossen, sodass die keine Möglichkeit haben, irgendwas ins Netz zu stellen. Fertig, das nenne ich einen Cyberkrieg. Und das ist ein intelligenter Krieg, das ist ein Technologiekrieg, dass man nicht so stumpf mit dem Holzstock über dem Arm durch die Gegend läuft und den Leuten die Hucke vollhaut. Das ist doch Knüppel aus dem Sack, das ist ein Märchen, aber das wird doch heutzutage nicht mehr gemacht. Deswegen finde ich halt, man sollte sich wesentlich mehr auf die Cyberaktivitäten stürzen, anstatt jetzt immer noch damit mit Bomben rumzuschmeißen. Da habe ich aber auch meine Probleme damit, weil für mich wird auch da die Redefreiheit abgeschnitten. Das ist korrekt, aber die Redefreiheit hört da für mich auf, wo sie in Gewalt und Aufforderung zum Tod anschließt. Da hört das für mich auf. Ich finde es nicht unbedingt schön, aber für mich persönlich hört es auch da nicht auf, weil ich meine, seien wir doch ehrlich, jede Regierung fordert irgendwie auch zum Tod seines Gegners auf. Er umschreibt es einfach schöner. Wenn der Barack Obama sich vor die Presse stellt und da was labert, wir müssen gegen den Feind gehen und gewinnen ist die einzige Option, bla bla bla, dann meint er nicht, wir müssen sie streicheln, bis sie aufgeben, sondern dann meint er, wir müssen denen die Hölle heiß machen, jeden umbringen, der uns nervt. Also ich behaupte halt, der uns nervt, den kann man auch anders entgegentreten, als nur durch die Hucke vollhauen, das ist alles. Aber du hast ja die Redefreiheit. Ja, okay. Kennst du diese 8 Einschränkungen, die die US-Regierung aufgestellt hat, für die Ausnahmen, die 8 Ausnahmen von der Redefreiheit? Kenne ich nicht, nein. Die kennst du bestimmt. Das ist nämlich genau das, dass du in einem vollen Kino durch Feuer rufen darfst, einfach nur aus Spaß an der Freude.
Das heißt also, in dem Augenblick, wo du jemandem körperlichen Schaden zufügst durch deine Rede, in dem Augenblick ist das eine Ausnahme. So, und diese 8 Ausnahmen, das ist eigentlich genial formuliert. Und die sagen genau, wann deine Redefreiheit aufhört. Und das finde ich, das sollte man überall einführen. Und das ist genau das. Und deswegen ist für mich, wenn ein Twitter-Account andere auffordert, Leute zu töten, wenn ich eine Fatwa verbreite, die auffordert, andere zu töten, das ist dann der Augenblick, wo ich sage, das ist das Ende der Redefreiheit. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich möchte, dass ihr diesen und diesen Menschen tötet. Das ist für mich dann nicht mehr Redefreiheit. Gut, wenn es gezielt ist gegen eine Person, sagen wir, ihr müsst jetzt, keine Ahnung, den Knecht Ruprecht töten, er muss sterben. Ja, oder alle Juden. Bitte, ihr müsst jetzt alle Juden umbringen. Oder wenn man sagt, alle Juden, ja, das kann ich noch so gelten lassen. Das sind genau diese Ausnahmen, die ich meine. Das kann ich verstehen, genau, aber... Cyber-Caliphate, Infidels, New Year will make you suffer. Das geht also ganz gezielt hier gegen Infidels. Und das ist dann nicht mehr Redefreiheit in meinen Augen. Ja, in diesem Punkt bin ich schon noch für die Redefreiheit, dass das noch Redefreiheit ist. Okay, dann aber ist wie gesagt, wo ist dann für dich der Unterschied, wenn der französische Heini sagt, wir müssen jetzt gegen den DS gehen und da Krieg führen. Er benutzt natürlich nicht die Wörter, wir müssen sie töten, wir müssen sie bombardieren, wir müssen sie zerfleischen. Er formuliert es einfach anders, aber im Prinzip ist es ja das Gleiche. Also wo ist dann da die Grenze genau? Nein, das ist ja keine Redefreiheit. Da geht es ja nicht um Redefreiheit. Ich meine ja, wenn Daesh im Internet verbreitet, wir müssen diese und diese Gruppe ausschalten. Hollande sagt ja, wir müssen gegen Daesh vorgehen. Das ist ja eine terroristische Vereinigung. Und okay, wir müssen dagegen vorgehen. Nee, ich verstehe schon, was du sagst. Und ich verstehe schon, dass es da eine Grauzone gibt und dass es da manchmal fragwürdig ist, wie weit jetzt diese Ausdrücke sich ähneln und wie weit diese Ausdrücke jetzt wie weit die unterbunden werden sollten. Aber jetzt für mich ist ein Unterschied, wenn ich sage, wir müssen gegen diese terroristische Vereinigung etwas tun, ist das für mich kein Hassaufruf gegen eine bestimmte Gruppe, sondern es geht um Daesh, die eine terroristische Vereinigung ist, die Terror verbreiten in anderen Ländern und gegen Zivilisten. Das ist dann etwas anderes, wenn ich sage, wir müssen dort etwas unternehmen, als wenn ich sage, wir müssen alle Ungläubigen töten. Ja, aus deiner Sicht vielleicht, wenn du aus Hollands Sicht gehst, aber aus Sicht des Terroristen, den wir Terroristen nennen, ist das eben völlig anders. Es ist typisch halt menschlich Sichtweisen denken. Absolut. Nee, ich sage nicht, ja, auch ich sage... Deinen Punkt. Nee, das verstehe ich schon. Nur für mich ist halt der Unterschied, wenn einer so einen Scheiß baut, dann muss er auch die Konsequenzen tragen. Da muss man... Ja, auf jeden Fall. Das kann ich schon akzeptieren. Und ich sage nicht, dass ich hinter dem Yes stehe, überhaupt nicht. Aber ich versuche ein bisschen aufzuzeigen, wie das Denken vielleicht sein könnte von diesen Halsabschneidern. Ich begrüße noch diesen Hans, wie heißt er noch, Hans? Ich sehe hier nur den Namen Hans-Peter. Hallo Hans-Peter. Hey, ich bin Lukas, ich habe meinen Namen nur geändert. Okay. Gut, also... Es wäre schön, Hans-Peter, Lukas, Hans-Peter... wenn du irgendeinen Avatar machen könntest für die Zukunft, weil Bilder kann ich mir super merken, dann weiß ich sofort, wer das ist, wenn das möglich ist. Aber ich glaube keine. Wie meinst du? Indem du auf Google gehst und da auf dein Bildchen klickst und sagst, bitte Bild mit irgendwas anderem laden. Ja, du kannst dich im Hangout selber anklicken, dann auf Profil, dann kommst du auf die Hangout-Seite und dort sollte das, wenn du dort deinen Avatar änderst, übertragen werden eigentlich auf YouTube. Komplett auf alle Systeme von Google. Weiter. Fatwa in der Türkei. Flirten verboten. Die Türken wieder mal werden zu einem weiteren islamischen Superstaat.
Normalerweise ist das ja nicht so ein Riesenproblem jetzt mit so Fatwas. Ist ja nichts Neues in der Türkei. Es zeigt aber, wo die Reise hingeht. Ganz besonders ist so eine Fatwa halt relativ tragisch, finde ich, und auch drastisch, weil sie von einem Amt kommt, also einem Amt aus der Regierung, also das ist etwas Amtliches insofern. Das Amt für religiöse Angelegenheiten, Dianet heißt es ja. Und das ist quasi fast wie ein Gesetz. Also es hat so eine Art von Gesetz. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute nicht flirten dürfen, aber sie werden einfach anders angeschaut jetzt nach dieser Fatwa. Das muss man sich vor Augen halten, dass jetzt diese Fatwa definitiv in der Gesellschaft Konsequenzen haben wird. Und es ist nicht nur das Flirten, auch das Händchen halten ist nicht erlaubt. Und Küssen soll überhaupt nicht gesehen werden. Das soll also etwas ganz Unreines sein. Ich finde das eine sehr, sehr tragische Entwicklung in der Türkei. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwas von der Türkei berichten. Aber es ist das erste Mal, dass es wirklich so etwas Kleines, eigentlich so eine Fatwa, was nichts anderes ist als eine religiöse Rechtsbelehrung ist, jetzt amtlich quasi geworden ist. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Meinungen dazu? Hallo Jakob noch. Ja, Erotikseiten sind ja auch gesperrt in der Türkei. Hab mir mal ein Freund erzählt. Hallo. Erotika, also ist das eine Sexseite oder was? Ja, genau so was meine ich. Die sperren auch bei YouTube hin und wieder, wenn du über ein Erdogan-Video machst und ihn disst. Nicht nur YouTube, auch Twitter-Accounts und ich glaube, dass das Urteil für die Richard Dawkins-Seite steht auch immer noch aufrecht, dass diese Seite immer noch nicht aufgerufen werden kann. Ich muss jetzt sagen, jetzt erstaunt es mich, dass Türkei überhaupt sowas macht. Ich wusste gar nicht, dass sie so ein religiöses Amt haben. Das Amt ist, glaube ich, auch nicht allzu alt. Genau, das ist ja alles mit Erdogan gekommen. Ah, okay. Also Säkular, also das ist ja jetzt schon langsam ein kleines Kalifat, was der Erdogan sich da aufbaut. Naja, er will sich ja instrumentalisieren als der alleinige Herrscher und der will ja jetzt für immer im Amt bleiben. Und das ist ja ganz klar, was er versucht zu erreichen. Und das kriegt er nur über die Religionsschiene hin. Weil so, deswegen gibt es ja auch diese Proteste, weil die Leute sagen, nein, das geht nicht. Wir möchten ein säkulares Land bleiben, so wie Atatürk das irgendwann mal vorgegeben hat. Mhm. Und das wird jetzt immer weiter aufgeweicht. Und deswegen haben wir ja die ganzen Proteste innerhalb der Türkei. Ja, aber was ich nicht verstehe, ist halt, dass er damit durchkommt. Ich hab mal irgendwann mal, vor Jahren habe ich mal gehört, dass der Türkei ja eigentlich doch, also für die Türkei doch ziemlich gut gewesen ist, weil er die Wirtschaft angekurbelt hat. Wie er das gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Nee, hat er nicht. Das ist voll reine Propaganda. Also das Propaganda wird suggeriert und die Leute glauben das einfach. Okay. Na, ja, Moment, stop spamming. Er hat, also das stimmt schon, dass er die Wirtschaft angekurbelt hat. Aber wie funktioniert die Wirtschaft? Durch Kredite. Und diese Kredite sind langsam völlig aufgebraucht und die müssen jetzt zurückgezahlt werden. Und jetzt kommt natürlich die Rechnung. Also so für ein paar Jahre, etwa 4-5 Jahre, hat das super geklappt für den Erdogan und seine Regierung. Aber jetzt kommt langsam die Rechnung. Er bekommt nicht mehr so einfach Kredite. Und die Schulden, die Gläubiger wollen das Geld zurück, mit Zinsen natürlich. Und jetzt kommt die Rechnung. Also es ist natürlich schon jetzt im Endeffekt reine Propaganda, weil er völlig extrem auf Pump aufgebaut hat. Und lange wird das nicht aufrechterhalten werden können. Ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird das wieder eine Flaute in der Türkei. Und die werden ihre Jeansproduktion drastisch ankurbeln müssen, um leben zu können. Na, aber was bezeichnend ist, das fiel mir nur gerade auf. Wir unterhalten uns hier über die Meinungsfreiheit und versuchen Nuancen dort reinzubringen. Das heißt also, die absolute Meinungsfreiheit ist nicht, da gibt es ein paar Einschränkungen. Und hier ist es jetzt so, dass in der Türkei zum Beispiel Meinungsfreiheit ganz, 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 ganz klein geschrieben wird, weil alles Mögliche den Leuten vorenthalten wird, sobald es auch nur irgendwie eine Spur was denn jetzt ist,
dass es denen unangenehm ist, dass es dem emotional nicht gefällt, dass es hier nicht so richtig dem einen reinpasst, dann wird das sofort gesperrt. Fertig, aus. Ja, oder du wirst eingesperrt, wenn du herausfindest, dass der Sohn vom Chef Geld mit ISIS macht, weil er Öl von denen ankauft. Zum Beispiel, genau, ja, ja. Das darfst du dann nicht wissen, das darfst du nicht tun. Da wirst du dafür bestraft. Ja, wir wissen halt. Das sind diese verschiedenen Ebenen der Meinungsfreiheit, die wir da haben. Ja. Ich habe ja auch gerade was gelesen, weil man sagt ja auch immer, Erdogan ist der heimliche Kalif des IS eigentlich, weil er ja Leute kennen durchgelassen hat und die unterstützt hat und so weiter. Und hier noch geschrieben, Islamisierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ihr seid meine Staatsbürger, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Geschwister. Es gibt keinen moderaten oder nicht moderaten Islam. Die Bezeichnungen sind anstößig und eine Beleidigung unserer Religion. Islam ist Islam und damit hat es sich. Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Aber diese Rede ist, glaube ich, schon älter. Das ist noch lange vor seiner Amtszeit hat er die gehalten, oder nicht? Das mag sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, von welcher Zeit das kam. Weil ich kenne den Text jetzt, ab der Mitte ist er mir bekannt vorgekommen und das hat er nicht in seiner erhöhten Amtszeit gesagt, sondern, glaube ich, als er Karriere angefangen hat mit seiner Partei. Das war vor, glaube ich, 20 Jahren oder so. Ich denke, das ist kein neuer Text, aber da zeigt sich halt, wenn die Leute solche Texte noch abgespeichert hat, wie die Leute wirklich denken, was sie zu Beginn gesagt haben, was eigentlich ihr Ziel ist. Was für ein Islam, also welche Auslegung vom Islam hat er denn, der Erdogan? Sunnitisch, aber was jetzt genau, ob es wirklich irgendwie mit Salafismus einen Kontakt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber das klingt ja wirklich schon dann auch, muss ich sagen. Also ehrlich, auf jeden Fall Sunnit, das steht so viel fest, aber in welche Richtung er sonst noch geht, aber vielleicht Verbündete hat in Ägypten mit den Wahhabiten oder in Saudi-Arabien, genau, schwer zu sagen, keine Ahnung. Also ich behaupte, das ist eine ganz eigene Richtung. Ich glaube, das ist seine persönliche Auslegung, die er gerne hätte, die er dann für die Türkei ausgearbeitet hat, weil die Wahhabiten in Saudi-Arabien sind ja auch nicht mehr die Wahhabiten von vor 300 Jahren. Und ich glaube, dass in der Türkei, die jetzt eine ziemlich eigene Version haben, von den Regionen her, sind es, glaube ich, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ich wusste es mal. Es gibt von der Region zugehörig, also wenn man diese Einfärbungen sieht von diesen Regionen, haben die schon eine Richtung. Aber die Türkei hat nochmal eine eigene Geschmacksrichtung da eingebracht. Wenn ich mich dann jetzt nicht täusche, aber ich glaube, so habe ich es irgendwo gelesen. Vielleicht will er auch einfach nur das alte Osmanische Reich wieder aufleben lassen. Vielleicht sehnt er sich nach diesen turkmenischen quasi Islam, diesen Über-Islam, der ja eine relativ kurze Amtszeit hat, aber sehr stark halt verbreitet war von Türkei, Syrien und vor allem dem Balkan, haben die Osmanen ja sehr schnell... Mit Spanien oder was meinst du, was sagst du? Nee, mit Spanien haben die Osmanen gar nichts zu tun. Nicht? Okay. Also es war wirklich, die Osmanen waren eigentlich nur bis... Ja, Ägypten waren sie auch noch ein bisschen vorhanden, aber hauptsächlich in jedem Anatolien und Syrien halt, aber sehr präsent, kriegerisch präsent im Balkan. Sonst noch was? Oder die letzte News dann? Nichts? Okay. Drei Verletzte bei Attacke auf Hotel im ägyptischen Hurghada. Die Meldung hat mich einfach darum interessiert, weil ich diese Gegend eigentlich als sehr sicher erachtet habe, so wie viele andere. Und jetzt da angeblich IS-Leute, ich muss glaube ich hier noch die Seite, Momentchen, so, jetzt haben wir ein bisschen Text. Also dieses Hotel Bella Vista war wohl angeblich der Anschlagsort und hier hat... eigentlich in diesem Hurghada, das ganze Feriengebiet, geht sehr weit runter in Ost-Süd Ägyptens, also am Meer, am Roten Meer gelegen. Die ganzen Küstenregionen sind eigentlich alles nur Touristenstädten und Hotelanlagen. Und das hat mich jetzt gewundert, dass anscheinend die IS
selbst da Einklang gefunden haben. Ganz besonders, weil man alle 20 Kilometer durchschnittlich irgendeinen Polizeiposten hat, der die Leute kontrolliert. Wobei, da habe ich auch schon erzählt, dass ich von den Ferien her zurückkam und darüber berichtet habe, wie ich Ägypten erlebt habe. Die Einheimischen wurden einfach durchgewunken. Also die, die nach Ägypten aussehen, wurden einfach durchgewunken. Und nur die Autos und Busse wurden angehalten, die irgendwelche weiße Menschen wie mich im Auto hatten. Dann erschließt sich mir nicht der Sinn danach, weil wenn man die Leute doch schützen will, diese Touristen, dann sollte man eher jeden kontrollieren, weil man sonst die Terroristen ja durchwinkt. Und das trifft jetzt Ägypten bestimmt nochmal hart, weil erst kürzlich ist in Kairo was passiert. Ja, also der Tourismus in Ägypten ist jetzt für die nächsten 3-4 Jahre vermutlich sehr, sehr tot. Und das trifft das ganze Land und die ganze Wirtschaft und ja, ist ziemlich krass. Aber dass man halt die Leute überhaupt reinlässt, diese IS-Leute, und nicht merkt, dass man damit sich selber schadet. Und dann trotzdem macht man den Westen, den sogenannten Westen, für verantwortlich dafür, dass man in Armut lebt. Das wird dann die Kehrseite sein und nicht merken, wo eigentlich der Fehler liegt. Typisch, würde ich meinen. Ja, aber du weißt doch, dass manche von denen doch glauben, dass der IS doch ein Konstrukt der Amerikaner und der Juden ist. Und dass gar nicht Muslime sind, die das machen. Und viele von denen, die zwar auch radikal sind, aber nicht für den IS sind, die denken dann halt sowas. Ja, klar. Und vor allen Dingen Königin Isabella, die ganzen Muslime aus Spanien rausgeschmissen hat. Wie konnte die das tun? Klar, natürlich gibt es auch die, Jakob, das will ich überhaupt nicht verneinen, aber... Davon gibt es sehr viele. Das ja. Ist eine kleine Gruppe, die sind überall verteilt. Also ich kenne auch Muslime, die genau das Gleiche sagen und in Deutschland leben. Die sagen, den IS, den gibt es nicht, das ist ein gesteuertes CIA-Agenten und Mossad-Leute. Ja, da gibt es wirklich sehr viele. Ja. Das siehst du immer und überall. Schon, aber das Problem ist, du kannst nicht Leute einschleusen in Hotels, weil diese Hotels da sind gesichert. Also am Eingang meines Hotels war zum Beispiel Tag und Nacht, 24 Stunden, ein Polizist anwesend, vorne am Eingang. Und auch, ich meine, du ja, kannst... Ja gut, aber jemand, der da reinspaziert, der hat ja bestimmt auch nicht die ISIS-Flagge um den Kopf herum oder so und sagt dir, hallo, ich würde da gerne jetzt mal rein oder so. Das nicht, aber... Du merkst ja, wenn vielleicht 3-4 Personen ankommen, die du noch nie gesehen hast als Polizeibeamter, die keine Koffer dabei tragen, die nicht zur Rezeption gehen, aber trotzdem irgendwelches Gepäck haben etc. Da muss also einfach... Urlaubsort, wo so viele Leute... Ne, also ich kann das schon verstehen, dass die da durchkommen. Also da musst du ja einen Hardcore-Polizeistaat haben, mit überall Kameras und... Also viel mehr Überwachung, als die bestimmt da jetzt haben. Also wir hatten es geht mir nicht über die Überwachung, sondern einfach, es ist ein bisschen suspekt, wenn solche Personen, die keine Touristen sind und halt offensichtlich irgendwelche Einheimischen oder zumindest bräunliche Leute da reinkommen, die Koffer tragen. Oder so, das fällt schon auf. Also ich habe da auch gemerkt, wer jetzt zum Hotelpersonal gehört und wer nicht, das merkst du einfach, wenn du... Du meinst dann, wenn die alle so, also die müssten das Hotelpersonal auswendig kennen und sobald da einer, der nicht aussieht wie ein Tourist, direkt ansprechen? Nee, nicht direkt ansprechen, aber es sollten die einfach ein bisschen die Alarmglocken läuten. Ja, weil wenn ich mir hier das Foto angucke, guck mal, das ist ja vor dem Hotel, da sehe ich ja auch nur braune Menschen. Ja, aber die sind jetzt angekommen und wollten sehen, wieso da so viel Polizei ist und wieso es da geblinkt hat und die Ambulanz gekommen ist. Einfach Schaulustige zusätzlich. Also was ich auch zusätzlich meine ist, die Leute müssen ja irgendwo Unterstützung haben, weil du kannst nicht durch ganz Ägypten fahren und keine Unterstützung aus dem Inland haben. Du musst ja die Gegend kennen. Du musst. Vielleicht war das Hotel ja dieses genau nicht so gut abgesichert. Vielleicht hatte das Wachpersonal hier abends eher frei und so. Also
irgendwo musst du halt. Ja, wie viel Prozent war das nochmal in Ägypten mit den Leuten, die ISIS, oder besser gesagt, die ein Kalifat wollen? Die Prozentquote war da auch relativ hoch, den ich mal Aus ausgehe. Ägypten weiß ich es nicht. Aus Ägypten habe ich da gar keine Zahlen. Weißt du, die Pio-Study da? Da stand doch auch Ägypten drauf und so. Das waren, glaube Ja, ich, wenig. kann sein, aber ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht Ich habe die Zahlen noch nicht im Kopf. Also werden sicher im 10er-Bereich sein, 10%-Bereich werden das mindestens sein, dass die Leute sagen, die IS macht was Gutes. Weil ich habe. Nee, das ist um die 70. Ja. Ja, keine Ahnung, kann sein. Was du einfach sehr oft siehst, wenn du halt durch die Gegend fährst, ist, dass jedes zweite, vielleicht dritte Auto hinten eine Flagge am Fenster irgendwie angeklebt hat oder ein kleines Banner von den Saudis. Also die Saudi-Flagge siehst du sehr, sehr viel. Also selbst da unten im Süden Ägyptens. Ich Wahnsinn. meine, und von den Saudis, von der Ideologie der Saudis her bis zur Ideologie der IS ist das nur ein kleiner Katzensprung, das ist nichts. Nur noch mal ganz kurz zu der Sicherheit. Wir hatten im Serena, in Kabul, hatten wir sowohl eine Fahrzeugeingangskontrolle, eine Schleuse. Das heißt, du hast ein 5 Meter hohes Tor gehabt, dann wurde das Auto reingelassen, hinter dir wurde zugemacht. Dann wurden Spiegel unter das Auto, im Auto, Motorhaube, Kofferraum, alles kontrolliert. Dann wurde das zweite Tor aufgemacht, dann durftest du in den Vorhof fahren. Bevor ich dann ins Hotel durfte, musste ich erst durch einen Metallscanner. Mein Aktenkoffer, der musste jedes Mal durch den Hotelscanner mit durch. Ich musste den immer aufmachen, immer auspacken. Jeder wurde kontrolliert, bevor er ins Hotel kam. Sonst kamst du nicht in dieses Hotel rein. Das Ganze war umgeben von einer 5 Meter hohen Mauer. Und trotzdem haben die Taliban es geschafft. Einer hat sich in die Luft, also erst haben die RPGs, also diese Granaten abgeschossen und haben die Leute draußen getötet. Dann hat sich einer in die Luft gesprengt, der das 5 Meter Tor aufgemacht hat. Und die anderen sind dann mit ihren Kalaschnikows da reingekommen. Und deswegen war ich Idiot unten in der Empfangshalle und wollte gucken, wo ist denn der Lärm? Als dann plötzlich die Leute da reingelaufen kamen und wild um sich geballert Das haben. wusste ich gar nicht. Echt? Ja. Und Wie ich habe mich dann spannend. einfach hinter so einem Pfeiler versteckt und dann sind die an mir vorbeigelaufen und sind dann runtergegangen in den Fitnessbereich. Wann war denn das? Das war 2008. Das ist jetzt, Scheiße, das ist jetzt wieder 6 Jahre her. War, 7 Jahre her. Wahnsinn. Du Das bist war ja, 12. hast ja Januar. Das richtig war Glück gehabt. 18. Januar, als ich damals in Kabul war. Du hast ja voll Schwein gehabt. Da habe ich richtig Schwein gehabt. Ja, die waren ja 6 Meter weg von mir. Alter Schwede. So, und deswegen So sage ich, da gibt es diese Sicherheit, die gibt es nicht. Auch wenn du diese ganzen Mauern, wenn du diese ganzen Vorkehrungen hast, diese Sicherheit, die kommen immer durch. ja, klar, ich sage ja, wenn die das wollen, kommen die durch. Aber du schaffst das auch nur, wenn du, wie gesagt, irgendwelchen Insider hast, der die Anlage kennt, der weiß, wer Ja, gerade die waren kommt. ja vorher da, die wussten ja genau, wo der Fitnessbereich ist. Und Eben. da ist es ja genau, dass die einen reingeschickt haben, und das ist ja nicht billig da gewesen, das ist ja ein Fünf-Sterne-Hotel gewesen. Und der hat dann genau ausgekundschaftet, oder die, weiß ich ja nicht, und hat dann den anderen gesagt, wo sie lang müssen, um in den Fitnessbereich zu gehen, weil das war für die der Sündenpfuhl. Das Da ist so ein gab es dann Spottmacht im Gerüchte, Urlaub. dass da Filipinos da oben ohne Massagen gemacht haben, also völliger Blödsinn, aber das haben die wirklich verbreitet. Wäre ja auch ganz schlimm, ob und ohne Massage, das geht gar nicht. Gut, wir gehen zum Thema und das Thema ist. Nur leider ist es mir nie passiert. Hast du keine Massage mit Happy End bekommen? Ja, schade. Jedenfalls, wir wechseln ja von immer Mythologie zum islamischen Kalifat oder islamischen Staat und diese Woche ist wieder der islamische Staat dran. Zu Und diesmal der. Ja, ich finde, das ist eine gute Sache. Immer eine Woche dies, eine Woche das, oder nicht? Daesh, nicht islamischer Staat, das ist kein Staat. Das ist eine Gruppe von Ich Chaoten. rede aber nicht von Daesh, sondern vom islamischen Staat, der Staat, der islamisch ist. Generell. Ein genereller Titel. Das letzte Mal waren wir bei der Episode 3, wo wir ein bisschen geredet haben, wie Mohammed nach Medina kam und wie er da Einklang gefunden hat. Ich lese jetzt einfach meinen Text von oben herunter und wenn ihr
euch einklinken wollt, wenn ihr euch irgendwas einfällt, einfach reinsprechen und dann wird das vielleicht spannender. Also, in Medina ist nun das erste wahre Kalifat eigentlich entstanden. Ein Verband kam zustande, da hätten wir die Verwandten des Propheten, die als wahre und ursprüngliche Muslime gelten, dann die Bekannten und die, die sich zum Islam bekehrten, dann diejenigen, die zwar Mohammed überall folgen, aber nicht zwingend Muslime sind, die Anschar und die Einheimischen, dann die einfach in Koexistenz, dass die Koexistenz akzeptieren und somit auch zum Staat gehören wollen sozusagen. Dieser Verband diente dazu, dass alle vor dem Gesetz gleich behandelt werden, auch wenn sie nicht Muslime sind. Das ist ganz wichtig für den Staat, weil nur so kann quasi ein Staat ja funktionieren, wenn eine Gesetzgebung quasi da ist und jedem gezeigt wird, ja, du bist auch ein Teil von uns. Auch wenn du nicht das Gleiche glaubst wie wir. So wird es zumindest propagiert. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Als Staatsoberhaupt, das ist aber zwingend, und gleichzeitig oberster Rechtssprecher, musste von allen Parteien Mohammed akzeptiert werden und ein Schwur zum Gehorsam war nötig. Darauf gründet sich dann dieser erste wahre islamische Staat überhaupt. Deshalb ist es nicht Abu Bakr, der das erste Kalifat eigentlich errichtete, sondern Mohammed selber. Kalifat, wir erinnern uns, bedeutet einfach eine Stellvertretung. In diesem Falle die Stellvertretung einer Ortschaft auf Erden. Anders gesprochen, der Staat auf Erden bildet nur durch den Propheten eine wahre, geordnete Gesellschaft mit Akzeptanz Gottes. Gottes Staat auf der Welt. Eine Weile ging dann das auch gut in Medina, also die Leute haben dann diesen Vertrag quasi akzeptiert, diese Parteien, die vorhin genannt wurden. Ja, mach das mit deinem Avatar dann, Lukas oder Hans, wie du genannt werden willst, wer auch immer. Eine Weile ging das dann gut, zeichnete sich aber ab, dass die Rechtsprechung doch nicht so unvoreingenommen war und nicht jeder gleich behandelt wurde. Das verdeutlicht sich auch in der Prophetenbiografie und in Hadithen. In einem Fall wird der Prophet getadelt von einem Nicht-Muslimen. Er würde doch nur, weil der andere Muslim ist, zu dessen Gunsten über die Wasserverteilung auf dem Feld Recht sprechen. Dieser Staat hatte aber keine Zukunft, also keine langfristige Zukunft. Denn weder ein Steuerwesen ist uns ersichtlich bekannt, noch sonstige institutionelle Aufbauten, die jeden Staat regeln müssen eigentlich. Keine Pensionsform, keine schulische Einrichtungen oder Regelungen, keine echte Ökonomie überhaupt. Trotzdem muss jeder Staat, egal wie klein er ist, finanziell aufrechterhalten werden. Wie macht man das? Woher kamen diese Finanzen? Wie hat sich die Nation Mohammed über Wasser gehalten und auf dem arabischen Subkontinent existieren können? Nun, es wurde das gemacht, was man bisher immer kannte und am besten konnte. Karawanen ausrauben und plündern. Daher hat der Fünftel für Gott und seinen Propheten ein außerordentliches Gewicht. Weil jedes Mal konnten die Leute, die für ihn arbeiten, für diesen Staat arbeiten, in den Krieg gezogen sind oder Karawanen geplündert haben, einen Teil für sich beanspruchen und einen Teil musste man quasi immer am Staat abgeben, also dieser Fünftel, den dann der Prophet für Gott auf der Erde ja verwaltete. Was? Sorry? Das ist doch genau das Gleiche, was die Mafia macht. Musst du auch dem Chef musst du auch ein bisschen was abgeben, wenn du in der Mafia bist, und ein bisschen kannst du dann für dich behalten, und so funktioniert dann das ganze große System. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der Mafia. Es kann sehr gut sein, dass die da sagen, ja, immer 20% gehört uns und den Rest guckst du, was du damit machst. Und, ja, die ganzen Unteren müssen halt einmal nach oben hochzahlen, damit sie da alle zusammen noch in der ganzen Konstellation da ihre Dinger verrichten können. Genau. Kann sehr gut sein. Finde ich einen guten Vergleich. Hat also der Mohammed die Mafia erfunden, oder was? Oh mein Gott. Ja, klar. Ja, aber das ist ja das ganze Schutzgeld erpressen mit Leuten einfach, also diese ganze Erpressung. Bei den Kartells ist es übrigens genauso, die haben auch das System. Deswegen sind ja die Drogenbosse, die oben stehen, ja auch noch so super reich, weil die kriegen ja von den Unteren, die ja auch noch ganz viel Geld.
Ja, aber Daesh zum Beispiel hat ja jetzt das Problem, dass die nicht mehr genug Leute haben, die sie kidnappen können. Also geht denen das Geld aus. Also die Nebenverdienste gegen den aus, aber das Geld glaube ich noch nicht. Also ich denke, die nächsten 3, 4 Jahre haben sie schon noch genug Reserven. Ja, das ist ja der Witz. Die heuern ja Leute an, indem sie sagen, ja, das ist ja genau wie der Jakob sagt, du kriegst ja die ganze, du kriegst dein Geld, gibst dann ein bisschen ab und ein bisschen ab und das geht alles an den Staat angeblich. Das ist ja genauso wie das Fünftel, was Allah immer einbehalten hat. Das ist ja genau dasselbe Prinzip. Natürlich ist das sind mafiöse Strukturen, absolut. Also ich bin selber nicht überzeugt, dass jetzt Mohammed hier was Neues gebracht hat, sondern dass er das einfach, was er gelernt hat, weitergeführt hat. Diese Taktik, Karawanen überfallen und aufteilen der Kohle und der Oberste kriegt dann immer seinen Abteil. Egal wie viel unten ist, der Oberste kriegt immer was. Also Ja, ich denke genau. nicht, dass das was Neues ist. Aber der Ich Oberste denke ist nicht, dass. Gott. Nee, ich meine noch vor Mohammed, bevor Mohammed überhaupt zu seiner Macht kam. Ich denke nicht, dass Mohammed diese Mechanik Okay. etabliert hat. Ja. Das denke ich nicht. Also Das denke darum ich sage auch ich. nicht. Nur die Struktur eben, dass der Oberste hier der Gott ist, das ist das eben das Neue daran. Ja, dass er sagt, ich muss ja für Gott, Gott hat keine Zeit, um hier runterzukommen. Ich verwalte das für Gott, gebe das Zeug mir, keine Angst. Ich Noch mache schon das Richtige damit. eine kleine Frage. Wenn man das jetzt zu einem Muslim so jetzt erzählen würde, so wie du es da vorgelesen hast, würde der doch nicht die ganze Zeit sagen, ja, Einspruch, das stimmt doch gar nicht, das ist nie so passiert? Kann er machen. Das Problem ist, ich habe jetzt eine verkürzte Form genommen aus der Prophetenbiografie. Da muss er halt die widersprechen. Und Ja, aber ja, ja, genau, das ist doch viel Glück damit. die sunnitische, nee, wie heißen die anderen aus Iran? Ich weiß nicht. Das ist Schia. eine schiitische Propaganda, was du da vorliest. Antischiitische Propaganda, nicht schiitische. Weil das ist eher Sunni. Die Prophetenbiografie ist, wenn schon eher Ach so, ja. Sunni orientiert. Ach so, Das okay. sieht man auch daraus, weil die Aisha hier ein eigenes Kapitel bekommt über die Verleugnung ihrer Sache bezüglich. Sie hätte ja schnell mal einen abseilen müssen und dann hätte sie mit dem anderen getrieben, dass die Leute getuschelt hätten. Sie hätte den Propheten betrogen mit einem anderen Mann. Also sie kriegt ein eigenes Kapitel und das ist eher Sunni orientiert. Aber die Schia, wie sie die Schia jetzt das akzeptieren lässt, das ist eine gute Frage. Könnte ich die jetzt so nicht beantworten. Aber sie müssten trotzdem die Prophetenbiografie quasi negieren und sagen, nee, das gilt nicht, was jetzt der Eik hier gesagt hat. Ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gemacht und zusätzlich noch ein bisschen aus meiner Erinnerung von Hadithen mitgetragen. Okay. Also, wo war ich? Hauptsächlich die Karawanen der Mekkaner wurden angegriffen. Das ist auch noch recht wichtig dann für die späteren Verläufe. Da Mekka die eigentlich einzige Stadt in der Nähe von Medina war, die regelmäßig Material von Wert von weit her bekam und damit zu handeln. Und B, es herzlich wenig Sinn für Mohammed ergeben würde und seine Meuchelmörder, wenn er Karawanen bestehlen und berauben würde, die in Richtung Medina waren. Also das würde weniger Sinn machen, weil er hat sowieso da die Macht und die Kontrolle, also er heimst da sowieso irgendwas dann ab. 5 Jahre sind nun ins Land gezogen, seit er in Medina, also seit er ausgezogen ist von Mekka nach Medina, mit Raubzügen auf Händler, deren Waren und auch ganz wichtig mit Kriegen. Also es hat immer viel Kriege gegeben in der ganzen Zeit. Jährlich 2 Kriege, kleinere Kriege Minimum. Kriege waren eine wichtige Rohstoffquelle zum Betrieb der Sklaverei. Das ist ganz wichtig. Weil Materialien an sich hat man aus den Kriegen nicht viel mitgenommen, sondern wirklich nur Sklaven waren das Wertvollste. Ganz besonders halt Frauen und Mädchen wurden da geraubt. Da hat man einen Scharmützel und Gefangene gemacht, die dann von Stämmen zurückgekauft werden mussten. Also wenn die Männer am Leben gelassen wurden, wurden die wieder zurückgekauft. Bei den Frauen ist das anscheinend eher weniger der Fall gewesen. Nichts Neues in Arabien, das will ich auch noch anmerken. So haben die Araber immer schon mehr oder weniger die Sache gehandhabt. Jemanden geraubt und der musste dann zurückgekauft werden vom anderen Clan oder Stamm und. Also das ist überhaupt nichts Neues. Das einzig wirklich, wenn man das Wort verwenden will, Revolutionäre hier ist, dass Mohammed die Blutsbande nicht mehr wie die alteingesessene Gesetzgebung zu oberst setzte, sondern
die Verbundenheit der Muslime beziehungsweise in seinem Staatswesen, also diese Gemeinschaft des Staates dann für ihn das wichtiger war als das Blut selber. Das ist das einzige wirklich Revolutionäre, was er mehr oder weniger gebracht hat, will man halt den Geschichten glauben. Laut Biografie hat Mohammed eingewilligt, dass jeder mit jedem Handel treiben dürfte, selbst die Verbündeten mit den Quraysh, den Erzfeinden eigentlich von Mohammed. Doch das war selbstverständlich Schwachsinn, wenn doch Güter für Mekka bestimmt sind, immer wieder geraubt wurden von Mohammed und seinen Männern. Interessant ist auch, dass es so gesehen gar keine Meldungen gibt oder Vermerke, dass Mohammed oder seine Männer Karawanen, die zu ihm, Mohammed und oder Karawanen zu ihm von den kleinen Mekkanern angegriffen wurden. Also es ist eigentlich immer nur die Rede davon, dass Mohammed die anderen beraubt hat. Das ist auch sehr interessant, finde ich, und nicht umgekehrt. Es machte aber einen Teil des Staates, also einen Teil der Verbündeten, relativ sehr wütend, dass sie ständig unter der Gnade Mohammeds standen und kein Kauf oder Verkauf auf die Beine gestellt werden konnte mit den Mekkanern, weil ja immer dieser Zwist da war und immer wieder ausgeraubt wurden die Karawanen. Weil die Mekkaner sowieso schon angepisst waren, seit Mohammed gepredigt hat in Mekka selber von Anfang an, haben sich einige mit den Mekkanern verschworen, also einige aus dem Verbund von Mohammed und seinem Staat sind zu den Mekkanern übergelaufen. Nur kleinere Gruppen zu Beginn, um Mohammed endgültig den Garaus zu machen. Denn so konnte es ja auch nicht mehr weitergehen mit diesen Raubzügen. So kam auch die erste wirklich größere Schlacht und eine der beliebtesten Geschichten für Muslime in die Bücher, die Grabensschlacht. Die Juden, die zu den Mekkanern kamen, waren fortan für Mohammed Staatsverräter und somit des Todes. Also das ist der erste Punkt, wo man merkt, dass es halt wirklich was stark Politisches ist. Also die Gemeinschaft wurde verraten, es hat nichts mit der Blutsbande zu tun, sondern wirklich der Staat an sich wurde verraten von diesen bösen Juden. Und vermutlich ist das auch das erste Ereignis, an dem Mohammed quasi sich eingeredet hat, die Juden sind wirklich das Allerletzte. Sie waren nicht nur die Ersten und sind auch nicht die Letzten, aber hatten eine wichtige Rolle, weil sie die Bevorzugung Gottes für den Propheten historisch angeblich verankert. Also dieses Geschehen ist. Jedenfalls war der Prophet mit seinen Leuten in der Unterzahl und wurde von allen Seiten belagert in Medina. Doch der Graben hinderte an einem Sieg durch die Mekkaner und deren Streitkräfte. Die Belagerung war für weitere jüdische Verbündete Mohammeds untragbar, denn sie konnten immer noch nicht handeln und sie hatten auch selber nichts mehr zum Leben. Also die Vorräte gingen auch für sie aus langsam. Nur Mohammed wollte halt weiter ausharren und sie hatten noch ein bisschen Proviant. Und so wechseln halt diese einigen jüdischen Stämme, weitere jüdische Stämme auch rüber zu den Mekkanern. Mohammed warnte sie, dass Gott ihnen retten würde und die Abtrünnigen werden bestraft werden. Die Schlacht endete relativ sehr unblutig, denn auf beiden Seiten verbrachte man die meiste Zeit nur mit Warten und mit Gesprächen und Verhandlungen oder halt Beschuldigungen und. Irgendwann ging den Mekkanern ihr Proviant komplett aus, die Moral war nicht mehr so hoch und so verzog man sich wieder zurück. Selbstverständlich feierte Mohammed dies laut den Traditionen als Sieg durch Gott. Das Morden und Raubzügen gingen somit weiter, denn der Staat will weiterhin finanziell unterhalten werden, ist doch logisch. Ein Jahr nach der Grabenschlacht kam es zu einem Waffenstillstand, wenn auch nur zu einem mündlich vereinbarten. Und noch ein Jahr darauf findet ein extrem wichtiges Ereignis statt. Es handelt sich um den Massenmord in Khaybar. Praktisch wurden wie vor dem Waffenstillstand alle Jungs und Männer getötet, doch diesmal passiert in Khaybar das, was in 2 Jahren dann dem Propheten zum Verhängnis wird. Er wird hier von einer Frau, von einer jüdischen Frau, die ihren Bruder und ihren Vater verloren hat, vergiftet.
Seinen finalen Sieg erhielt der Staat Gottes damit, dass man in Mekka einmarschierte und kein Widerstand mehr herrschte. Dies gelang Mohammed durch einen anfänglichen Vertrag, der es den Muslimen erlaubte, im heiligen Monat die Rituale mit durchzuführen, ohne Angst zu haben müssen, getötet zu werden von den Mekkanern. Denn am heiligen Monat ist es nicht erlaubt, Blut zu vergießen. Hier sei nochmals vermerkt, dieser Monat war schon vor dem Prophetentum Mohammeds in Mekka etabliert und beherzigt worden. Alle Blutfäden mussten in dieser Zeit unterbrochen werden, damit man den jeweiligen Göttern in der Kaaba huldigen konnte. Relativ spannend ist, dass in diesem Vertrag, der für 10 Jahre gelten soll, Mohammed nicht als Prophet erwähnt werden darf, sondern lediglich mit seinem Namen und als Oberhaupt seines Staates sozusagen unterschreiben musste. Und hier gibt es auch ein Hadith dazu, dass halt einer seiner Mitläufer das angeprangert hat und gesagt, wieso der Prophet das macht. Der Prophet hat gesagt, ja, ich mache das einfach, weil das spielt keine Rolle, Gott steht sowieso hinter mir, bla bla bla. Und da unterschreibt er mit seinem Namen und streicht das Wort Prophet durch, das vorher von einem seiner Leute niedergeschrieben wurde. Und so kam dann dieser Vertrag angeblich zustande. Selbstverständlich, so hinterlistig wie Mohammed bisher war, hat er diesen Vertrag dann, sobald er genug Menschen auch in Mekka bekehrt hat, nicht mehr ganz so ernst genommen. Alle wichtigen Gegner beseitigt und blieb kurzerhand als Eroberer in Mekka. Ein militärischer Widerstand war nicht mehr wirklich vorhanden. Die Traditionen erzählen sogar, dass die Frauen von Mekka ihn damit dann mit Tamburinen musikalisch empfingen als Befreier. Wohl so feierlich, wie Hitler empfangen wurde in Österreich als großer Held oder was auch immer. Also aus purer Angst, denn aus echter Freude wohl kaum. Seine erste größere Amtshandlung ohne Gegner in der eroberten Stadt bestand darin, alle Götterfiguren aus der Kaaba zu verbannen und zu zerstören. Und es war von nun an verboten, einen anderen Gott anzurufen als den Herrn der Kaaba. Der Herr der Kaaba war schon immer so bezeichnet worden und war nun unter einem Namen sonst bekannt, Hubal. So findet man diese Bezeichnung immer wieder und wieder, der Herr der Kaaba. Nicht mehr das Wort Hubal, aber immer wieder diese Bezeichnung Herr der Kaaba. Diese wurde nie vernichtet und war auch für einen grundlegenden Ritus um die Kaaba zwingend erforderlich. Also den konnte man nicht einfach beseitigen, diesen ganzen rituellen Gegebenheiten, die alle kannten, selbst die Muslime immer noch heute beherzigen diese Umrundung der Kaaba. Deshalb ist der Herr der Kaaba aus vorislamischer Zeit auch noch heute der Herr der Kaaba. Und dann ging der Mohammed zurück nach Medina und ist da am Gift verendet, das er in Kaaba sich eingefangen hat. Das war so seine Periode der Herrschaft, ganz kurz und bündig, wie ich sagen konnte. Ja, die Geschichte mit dem Götzen vertreiben und so weiter, das ist ja, das kenne ich ja noch von Jesus, der hat auch die Geldwechsler aus dem Tempel von dem Herrn des, Haus des Herrn vertrieben. Er hat es versucht, aber er hat nur seine Tische umgeworfen. Richtig vertrieben hat er nichts geschafft. Ja, das hat ja Mohammed auch nicht gemacht. Mohammed hat ja nur die Figuren zerschlagen. Genau wie Jesus eben diese Tische zerschlagen hat, hat er die Götzen zerschlagen. Ja, aber das Problem ist bei Mohammed, er hat halt das verboten. Danach hat er einen anderen Ton angeschlagen. Vermutlich ist halt die Geschichte wirklich da geklaut worden von Jesus und diese Figur Mohammed hat dann hier noch ein bisschen mehr Relevanz bekommen, beziehungsweise es wird gezeigt, dass er halt der wahre Prophet ist, der halt das geschafft hat mit seinem Verbot, mit seiner Unterdrückung, mit seinem wahren Glauben, bla bla bla. Wie machen das eigentlich die Muslime mit dem, dass der Tatsache, dass er vergiftet wurde, einfach mal so wie jeder andere? Ja, das wird ja dann umgebaut als der begründete oder die begründete Ablehnung der Juden. Aber die Juden haben es ja verkackt. Erstmal haben sie Jesus umgebracht, dann haben sie noch Mohammed umgebracht. Alter Schwede. Kein Wunder, dass der Antisemitismus ja immer noch existiert.
Lach nicht, das ist wahrscheinlich eine gute Tatsache, dass das so ist. Die haben ja total verkackt, das fand ich so schön, sorry. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine totale Verkackung ist, weil das hab ich auch schon in der Sendung erwähnt, dass halt diese Vergiftung eigentlich interessant ist, weil im Koran steht halt, dass der falsche Prophet getötet wird und an seiner ja. Hauptschlagader. Ja. Und der Hadith, der darüber berichtet, da erzählt Mohammed selber, es ist so, als würde mir meine Hauptschlagader durchgeschnitten. Also, und der Hadith wird dann als authentisch angesehen. Also es wird angesehen, dass der Mohammed eigentlich kein Prophet ist. Das finde ich auch persönlich völlig komisch, aber die Muslime, die meisten kennen. Ja, aber jetzt mal im Ernst, wenn du zu einer religiösen Gruppe gehört, die aus zwei Religionen den Hauptcharakter umgebracht hat, ja, dann weiß ich nicht. Also die hassen sich doch alle dann eigentlich. Also müssten sich dann hassen. Weil ich kann mir, diese Sache mit Mohammed habe ich ja eh erst vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, dass der vergiftet wurde. Ich dachte, der war dann voll lange am Leben und ist dann gestorben und ist dann in den Himmel gegangen oder was auch immer, was die da immer erzählen. Aber dass der dann einfach mal so vergiftet wird von irgendjemandem, begründet natürlich, aus dem Racheakt, dann, das ist ja natürlich schon eigentlich krass. Ja, aber das Ganze ist doch sowieso hanebüchen. Du musst mal überlegen, der hat noch ein paar Tage vorher erzählt, wenn du bestimmte Samen von den bestimmten Feigen isst oder Datteln oder was immer, dann bist du gegen jedes Gift gefeit. Und ein paar Tage später wird er vergiftet. Das ist absoluter Schwachsinn. Nee, Moment, wenn man das wissenschaftlich vielleicht versucht zu erklären, vielleicht hat er an diesem Tag, wo er gestorben ist, vergessen, seine was waren es, 5 oder 7 Datteln zu essen. Vielleicht ist er darum gestorben. Der dumme Trottel, das hat er jetzt nicht. Obwohl es ist alles gesamthaft betrachtet, ist die Endherrschaft von Mohammed sehr merkwürdig, weil ich meine, er war 2 Jahre mit diesem Gift behaftet, er war kränklich. In den letzten 6 Monaten musste er praktisch getragen werden in die Moschee, und damit er seine Reden halten konnte. Ja, vielleicht war das eine normale Krankheit oder sowas. Nee, er wusste das, das siehst du aus den Hadithen, er wusste, dass das die Vergiftung ist. Weil selbst als er das vergiftete Lamm gegessen hat, hat er noch die Frau gefragt, hast du das Schaf vergiftet? Und sie sagt ja. Und dann fragt er, wieso du das gemacht hast. Und sie erklärt, ja, naja, du hast meinen Bruder getötet, meinen Vater getötet. Was erwartest du? Dass ich dich mit Freuden empfange? Nee, nicht wirklich. Also das ist nichts Neues für ihn, diese Vergiftung. Und das Merkwürdige, was ich sagen will, ist, der hat 2 Jahre mit dem Gift gelebt und hat keine Vorkehrungen getroffen, wie sein Gottesstaat auf Erden weitergeführt werden soll. Also sehr merkwürdig, das Ganze. War dem wohl egal. Es kann ihm ja, wenn es ihn gegeben haben soll, kann es ihm gar nicht egal gewesen sein, dass seine Muslime quasi ohne Leitung, ohne wirkliche Herrscherfigur, Leitfigur, ohne Führer weiter leben konnten und alle Regeln befolgen konnten. Ich war der Atheist und wusste, dass nach dem Tod nichts kommt. Was die Malte kann, sollen sie sich halt machen, was sie wollen. Wie ihnen ist der Zug abgefahren? Wie gesagt, ich finde es einfach merkwürdig, dass diese Hadith existieren und trotzdem die Muslime, die dir das kennen, sich nicht fragen, warum er keine Vorkehrungen getroffen hat und warum es so wichtig angeblich war, dass der Koran dann trotzdem niedergeschrieben werden musste, etc. Alles sehr, sehr ominös, das Ganze. Das zeigt halt eher, dass es diese Figur niemals gab, sondern dass nur Geschichten aufgebaut wurden drumherum, die halt sich schön anhören, um alte Lehren, die dann Islam wurden, zu untermauern und ja. Aber es muss ja wenigstens auch die Person gegeben haben, die das Ganze doch dann überhaupt in Gang gebracht. Also meinst du, es war dann einfach so ein Selbstläufer? Es gab ja in Mekka Personen, die sich als Prophet ausgaben und propagierten, ihr müsst nur dieses und jenes glauben. Es gab ja solche andere Personen mit anderen Namen. Also das ist ja nichts Unbekanntes gewesen. Und ich denke, die Geschichten dann um diese Personen wurden aufgebaut, dass es ein Mohammed war.
ähnlich wie bei Jesus. Auch die sind die Parallelen genau wie bei Jesus. Da gab es auch diesen Heiland, der auf Erden wandelte und Menschen heilte, aber völlig einen anderen Namen hatte, aus einem anderen Gebiet kam und auch ein Heiliger war. Und sehr, sehr große Parallelen hier. Ich denke, dass man da... Gab dann einfach ein Bedürfnis nach einem reinen Monotheismus, weil die kamen nicht mit der Trinität klar und so weiter. Die wollten dann irgendwie... Ja, irgendwie, wir wissen nicht, wir waren ja nicht dabei, irgendwie ist das schon zustande gekommen. Fakt ist, dass das jetzt sich zu einem gut konstruierten Konstrukt aufgebaut hat. Ja, ich würde es jetzt nicht gut konstruiert bezeichnen, aber es ist ein Konstrukt, ja. Ja, macht Sinn, ne? Ja. Wir haben sich das mit der Dreifaltigkeit angehört, haben gesagt, oh, das verstehen wir nicht, machen wir doch mal lieber einen hier wieder. Das haben wir auch schon oft gesagt, dass vermutlich dieser Islam, den wir heute kennen, eigentlich auch der Ursprung, seinen Ursprung hat aus dem Christentum, aus dem wirklich reinen monotheistischen Christentum. Dass einige, und das wird auch erklärt, ich glaube, das habe ich in der ersten Sendung ein bisschen aufgezeigt von der Koran-Analyse, dass es halt eine Gruppierung gab, die das nicht akzeptierte, aber die das Christentum halt schon akzeptierte, aber es gab halt nur diesen einen Gott und Christus war halt wirklich nur ein Prophet, der Hauptprophet Gottes. Und das wurde vermutlich, diese Ideologie wurde weitergetragen, ein bisschen weiter südlich in Arabien hinein. Also ich denke schon, dass es irgendwelche historischen Personen gab, aber die wurden einfach, deren Identität wurde ein bisschen verschandelt und geklaut, deren Geschichte, und in ein Gesamtpaket geschnürt. Ja. So. Und das nächste Mal wird einfach das erste Nicht-Mohammed-Kalifat ein bisschen betrachtet. Ich wollte noch mal was erzählen. Ja, erzähl du. Das ist ja echt gar nicht so einfach, Muslime in die Sendung zu kriegen. Ich dachte immer so, die sind diskussionsfreudig und wollen diskutieren. Aber es gibt so einen Kanal auf YouTube, der befasst sich immer mit dem Christentum und der widerlegt das halt immer und freut sich dann runden Keks. Und dann habe ich gefragt, ob der mal Lust hätte, in die Sendung teilzunehmen. Der hat dann geschrieben, eine Diskussionssendung, bitte mehr Infos, ich will anonym bleiben. Er hat gesagt, er soll sich den Kanal angucken und dass die Sendung jedes Mal um 12 stattfindet, am Sonntag. Und er dann, nee, sonntags um 12 habe ich leider keine Zeit. Also jeden Sonntag wohl nicht. Ja, das ist leider so, dass sobald die mit Fakten konfrontiert werden und sobald die konfrontiert werden mit jemandem, der sich ein bisschen auskennt mit dem Islam, dann sind die nicht mehr interessiert. Die sind nur interessiert, Christen und Unwissende vollzulabern. Und sobald das nicht mehr funktioniert, laufen sie weg. Ich meine, wie lange hat jetzt, also ich meine, der Hamza Zorze zum Beispiel oder der Imran Hussein, wie lange sind die dran und sagen, ja, und ihr seid ja die Feiglinge und bla bla bla. Und jetzt, wo wir dann sagen, ja, okay, dann lass uns doch mal zusammenkommen. Ja, machen wir da. Ja, das geht seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren laufen die weg. Du kriegst die nicht, die haben Schiss. Das genauso mit dem Video, mit diesen Beweisen, wo ihr da unter die Kommentare geschrieben habt, wo sie gleich beleidigt wurden und meinen, lass uns doch an Gott glauben. Ja, ja, genau. Einfach müssen, so. Die ignorieren dann auch einfach, dass es falsch ist. Also ich habe jetzt eine Sendung gesehen, das habe ich mir so im Hintergrund laufen lassen, als da 3 Muslime sich den Dokumentarfilm vom Tom Holland auf dem Channel 4 angeguckt haben. Und die sind dann auf den Tom Holland losgegangen und haben gesagt, was das doch alles für ein Blödsinn sei, dass der doch gar keine Ahnung hätte. Und das Buch Hagerism von der Patricia Krone, das ist doch alles Blödsinn. Und der hat ja überhaupt keine Qualifikation und der hat das alles falsch gemacht und die hat dies dann ja ganz weggelassen. Und der hat das absolut offen, ehrlich, höflich, unheimlich zurückhaltend dargestellt und hat alles genau erklärt. Und die gehen einfach darauf los, ohne Sachverstand, ohne Wissen, ohne irgendetwas, schreien die einfach rum. Und einfach, ich kapiere das nicht. Genauso wie die Leute jetzt sagen, ja, in Köln, das ist ja alles. Ich meine, so schleicht sich doch der Islam wohl kaum in die Herzen der Leute, wenn die sich so benehmen. Aber die tun es trotzdem. Achso, ja, genau, da hätte ich nur eine Frage an dich. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich finde es ein bisschen schade, dass alle wieder erzählen, bei denen sind Frauen nichts wert und so. Das stimmt ja nicht. Also, das ist ja auch verboten, was sie da gemacht haben. Jetzt hier Frauen begrapschen und so weiter, würden sie ja im islamischen Staat oder klauen, Hand ab und so weiter. Ist das so? Also, weil... Ja, also wenn du... Moment, Moment.
das sind keine Muslimas. Also die laufen ohne Schleier herum, die sind freiwillig. Ja, das wollte ich an Stop Spam fand. Der ist ja in den Ländern gewesen. Weil ich habe so ein Video gesehen, das war bei Sakon auf der Karte, hat er, weil die machen ja jetzt Kurse in Schweden für diese Flüchtlinge, wo sie denen erklären, dass Frauen, die jetzt halt nicht verschleiert sind, halt auch keine Prostituierten sind. Das heißt, man muss die genauso respektvoll behandeln wie Frauen im eigenen Land. Oder vielleicht sogar noch viel mehr, weil die werden ja auch nicht. Und da wollte ich fragen, ob das jetzt wirklich so ist. Also, dass die Leute da in diesen Ländern da wirklich alle halbwegs modest da durch die Gegend laufen und Kopftuch tragen und nicht so genau zeigen. Es kommt jetzt darauf an, wo du bist. Wenn du zum Beispiel in Saudi, also in Riad oder in Kabul, müssen Frauen tragen, wenn sie rausgehen. In anderen Ländern nicht, aber du musst trotzdem, es stehen zum Beispiel in den Shopping-Centers, egal, auch in Dubai oder Abu Dhabi, in diesen super, hypermodernen Shopping-Centers stehen am Eingang überall Schilder, bitte nur mit anständiger Kleidung hier betreten. So, und genauso ist das, ich meine, für mich ist das Paradebeispiel, immer, dass zwei von unseren Mädchen abends weggingen, fuhren nach Hause und sind da von Moslems belästigt worden, weil die dachten, die sind freiwillig. Die sind dann denen nach Hause gefolgt und da musste unsere Security kommen, die festnehmen, der Polizei übergeben, aber der hatte dann leider gute Kontakte und die waren eine Stunde später frei. Die Mädchen mussten das Land verlassen, weil die so aufreizend waren, dass sie mussten ja irgendwas gemacht haben. Aber belästigt haben die einfach nur so, sind die denen die ganze Zeit hinterher gelaufen, haben so ein bisschen versucht so anzubaggern oder? Genau. Oder nein, richtig, aber richtig massiv bedrängt. Achso, ja. Und das, oh, ja, das ist ja das, was, also, weil ich will ja auch immer so versuchen, das halbwegs mal objektiv betrachten zu können, weil, wie der Hans auch gerade gesagt hat, klar ist das jetzt scheiße, dass da jetzt alle wieder erzählen, oh mein Gott, und da wieder Islamophobie herrscht, weißt du, dieses komische Wort. Aber im Endeffekt muss man da auch einfach dann auch mal Butter bei den Fischen machen und sagen, ja, das ist aber kulturell bei denen so. Und das kann man denen, die wissen ja wahrscheinlich, dass sie es nicht machen sollten. Ja, das ist ja genau das, was Muslime versuchen zu unterbinden, dass du dich da offen und ehrlich drüber unterhältst. Deswegen wird ja da sofort emotionell gebremst mit Islamophobie und diesem ganzen Scheiß und Rassismus. Das wird ja sofort emotionell belegt. Ja, und aber das Problem ist einfach, dass die das also. Die das ja auch wahrscheinlich gemacht haben, das waren jetzt auch wahrscheinlich auch nicht mal syrische Flüchtlinge, sondern die waren irgendwie aus anderen Ländern sogar. Das war wild gemischt. Die haben da mittlerweile, ich meine, da kommt ja jetzt langsam, ganz langsam kommt da ja nach und nach was raus. Die haben sich alle abgesprochen, du bist in einer Gruppe. Wenn du aus Syrien kommst, ob du aus der Türkei kommst, du bist dann irgendwann in irgendeiner Gruppe drin. Weil das ja ein soziales Gefüge ist. Du bist ja als Muslim nirgendwo auf der Welt alleine, du hast ja irgendwann dann immer Ansprechpartner und bla bla bla. Das ist ja auch das Schöne daran. Ich meine, das ist ja nichts verkehrt damit. Ja, ja. Hier wird dann diese Gruppe und diese Gruppendynamik missbraucht, weil die haben ja bis mittlerweile gezeigt, dass den Leuten klar vorgegeben worden ist, was die zu sagen haben, was die zu tun haben. Denen ist ja gesagt worden, ich will dich ficken. Und diese ganzen Sachen, das ist ja verbreitet worden innerhalb dieser sozialen Netze. Und da wird eben genau das benutzt, um die Leute anzustacheln und zu sagen, so müsst ihr das machen, damit ihr eurem Gott etwas Gutes tut, weil das, was ihr da an Schaden anrichtet, kommt irgendwann eurem Gott zugute. Ja, das ist nämlich jetzt auch so, seit zwei Tagen, so bin ich im Überlegen im Hinterkopf, dass das halt schon fast so dumm ist, dass man sagen kann, dass das vielleicht irgendwie gesteuert ist oder gesteuert wurde oder sowas. Nein, das sind es aber in anderen Ländern auch. Das ist so. Du darfst jetzt nicht von einem kritisch denkenden Menschen ausgehen. Du musst von einem Menschen, die machen sich doch das Leben, aber Rahmen sich bewegt. Du kannst nicht aus diesem Rahmen raus. Ja gut, aber die machen sich doch das Leben schwer. Du kannst ja nicht vom Krieg flüchten oder vor sozialer Ungerechtigkeit in das Land reinkommen und dann so einen Scheiß abziehen. Lies dir doch mal 501 durch. Stell keine Fragen. Stell keine Fragen, die dich beunruhigen könnten, sondern gehorche. Wie oft, es steht 136 Mal, steht im Koran, gehorchen, 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 gehorchen.
Und das ist das, wozu Muslime erzogen werden. Ich kenne das noch aus der Schule, die mussten auswendig lernen. Denen ist nicht beigebracht worden, wenn du das addierst und hier was subtrahierst, dann passiert das und das. Nein, sondern da ist es 2 plus 2 minus 1 und da kommt dann das raus. Und das, so lernen die das. Das heißt also, da wird nicht Verständnis irgendwie denen beigebracht, sondern einfach nur, so hast du zu denken und das hast du zu denken. Also ich nehme immer gerne das Beispiel Nordkorea. Ich meine, das ist so abgeschottet, weitaus schlimmer abgeschottet jetzt als Saudi-Arabien zum Beispiel. Wenn du vermutlich die Leute da fragen würdest, wie siehst du die USA? Und ich denke, der Großteil dieser Leute wird dann sagen, das ist der Feind, der absolute Feind. Nur wegen denen leben wir hier eingeschottet und wir müssen uns schützen. Und die stehen vermutlich hinter dieser Ideologie, weil sie nichts anderes kennen. Also wenn du die Leute lange genug irgendwas belehrst, über Jahrzehnte hinweg und über Generationen hinweg immer wieder die gewisse Dinge wiederholst und anders aufzeigst, dann glauben die Leute das einfach irgendwann und dann pflanzt sich das in der Gesellschaft ein. Und ich denke, das ist genauso auch mit dem Frauenbild, dass man halt das Frauenbild einfach nicht anders kennt. Jetzt ist die Frage, hast du irgendeinen moralischen Kompass, das merkst du dann nicht, dass das irgendwie falsch ist, was du da machst? Das ist die andere Frage, das ist schwer zu beantworten. Aber das kann doch nicht sein. Ich habe letztens wieder einen TED-Talk gesehen, dass der Islam und der Feminismus absolute Wahrheit sind. Da habe ich ganz viele böse Kommentare bekommen von Leuten, die sagen, ich hätte keine Ahnung, ich wäre ein Spast und ich wäre ein Troll und das kann doch nicht sein, dass ich schreibe, dass das halt Bullshit ist. Ja, dann bist du. Hast du das Video? Kannst du mir da einen Link geben? Ja, warte, ich mache sofort diesen TED-Talk. Jakob, um ehrlich zu sein, das bist du ja so oder so, oder? Ja, das stimmt, aber ich habe ja auch recht, so ist es ja nicht. Aber ich meine jetzt, das hat jetzt nichts mit dem TED-Talk zu tun. Das hat, die haben einfach so oder so recht, wenn sie sagen, du bist ein Spaß. Danke. Nee. ich denke, wollt ihr noch was Großes loswerden? Weil sonst gehen wir zum Hadith der Woche rüber und beenden die Sendung. Nein, ich möchte dich mal, also ich weiß, ich mache das nicht oft, aber ich möchte dich mal wirklich loben, dass du das ganz toll vorbereitet hast und dass du, und das finde ich ganz sagenhaft klasse, dich wirklich ernsthaft damit beschäftigst und wirklich reinkniest und wirklich die Hintergründe aufdröselst, finde ich super. Meinst du jetzt mich, ja? Ja? Gut, danke. Ausnahmsweise, ich weiß, das ist gewöhnt von mir, aber trotzdem wollte ich einfach nur mal sagen. Ich wollte nochmal fragen, was das für ein Buch oder war von oder ein Film von Tim Holland. Tom Holland. Warte, muss ich gerade gucken. Tom Holland. Schmeißt bitte den Link auch hier einfach in den Chat. Nee, den gibt es, das ist gesperrt. Ich habe das geheim auf Vimeo. Ja, dann gibt es den Link oder einfach den Titel und ich finde das dann schon. Damit ich das in der Videobeschreibung verlinken kann. Was ich jetzt noch mache, ist natürlich den Hadith der Woche, dafür den Zufallsgenerator. Willst du noch eine Zahl angeben? Oder alle drei? Gib eine Zahl zwischen 23 und 486. 307, okay. Jakob, was sagst du? 302. Du bist das ein Abend, stop spamming. Und Lukas, willst du auch noch einen Prophet spielen? Preis ist heiß. 426. Okay, mal gucken, ob Gott einen von euch als Propheten ansieht. Generieren. 351. Wenn, dann ist Stop Spamming am nächsten dran. Nee, oder? Ja, doch. Ist am nächsten dran, der Stop Spamming. 351. Was haben wir denn da Schönes? Hoffentlich einen mit Sex und Gewalt. Die Chancen dafür stehen 3-1. Da muss ich eine Seite weiter, weil das ist mitten in dem Hadith, die Seite ist. Auf 353 muss ich rüber. Ja, das ist ein sehr kurzer Hadith dafür. Aisha, das ist ein anderer. Das gehört noch zum letzten Hadith. Oh, das sieht nach einem längeren Hadith aus.
Das ist ein sehr langer Hadith, Leute, muss ich euch schon mal vorwarnen. Ich könnte gehen, wenn ihr wollt. Ich werde ihn einfach vorlesen. Also, wenn ein Vater seiner Tochter zum rechten Verhalten gegenüber ihrem Mann mahnt. Abdullah ibn Abbas berichtet, lange Zeit beabsichtigte ich, Umar ibn al-Hattab nach den beiden Frauen des Propheten zu fragen, die Gott den Erhabenen zur Offenbarung des Verses veranlasst. Welcher Vers das ist? 66,4. Sure 66,4. Wenn ihr beide euch Gott in Reue wieder zuwendet, tut ihr gut daran, euer Herzen sind ja vom rechten Weg abgewichen. Eines Tages machte sich Umar zur Wallfahrt nach Mekka auf und ich begleitete ihn. Unterwegs ging er zur Seite, um seine Notdurft zu verrichten. Und ich folgte ihm mit einem Gefäß voll Wasser. Ich schüttete ihm Wasser über die Hände und er vollzog die kleine Waschung. Darauf sagte ich zu ihm, O Beherrscher der Gläubigen, wer waren die beiden Frauen des Propheten, die Gott den Erhabenen dazu veranlassten, jenen Vers offenbaren? Er sagte, ich bin erstaunt über deine Frage, O Ibn Abbas. Es waren Aisha und Hafsa, meine Tochter. Darauf erzählte er mir die näheren Umstände. Ich und meine Nachbarn, er war ein Anschar aus der Familie Banu Umay ibn Zaid, die in Awali wohnt. Wir beide gingen immer abwechselnd in die Stadt zum Propheten. An einem Tag ging er, am nächsten ich. Wenn ich an der Reihe war, informierte ich ihn abends davon, was sich an diesem Tag ereignet hatte. Seien es nun neue Offenbarungen oder andere wichtige Vorkommnisse. Und er machte es genauso. Wir, die Quraysh, hatten immer gegenüber unseren Frauen das Sagen. Als wir dann nach Medina kamen, mussten wir feststellen, dass bei den Anschar die Frauen dominierten. Und unsere Frauen fingen plötzlich an, diese Sitte der medinensischen Frauen nachzuahmen. Einmal schimpfte ich mit meiner Frau, da antwortete sie mir im barschen Ton. Als ich sie deshalb tadelte, entgegnete sie, warum machst du mir Vorwürfe, wenn ich etwas einzuwenden habe? Bei Gott, sogar die Ehefrauen des Propheten dürfen ihm widersprechen und sich ihm widersetzen. Eine von ihnen hat sich sogar einen ganzen Tag lang bis zum Abendbruch der Nacht von ihm ferngehalten. Warte, diene Willenskraft. Ich war entsetzt über ihre Worte. Als ich meine Fassung wiedergewonnen hatte, sagte ich, diese Frau wird großen Schaden davon tragen. Darauf kleidete ich mich an und ging in die Stadt. Ich trat bei Hafsa, meiner Tochter, ein und sagte, O Hafsa, hat wirklich eine von euch, dem Propheten, einen ganzen Tag lang bis zum Anbruch der Nacht getrotzt und ihn erzürnt? Sie antwortete, ja. Aber dann wirst du großen Schaden erleiden. Du wirst zugrunde gehen. Begreifst du denn nicht, dass Gott den zürnt, der seinen Gesandten Ärger bereitet? Er wird dich verbrennen. Mute dem Propheten nicht zu viel zu. Widersprich ihm nicht. Wende dich nicht von ihm ab. Hör doch auf mich. Das steht dir nicht zu. Lass dich bloß nicht darauf durch deine Gefährtin Aisha irre machen. Sie ist attraktiver als du. Der Prophet liebt sie mehr als dich. Er begehrt sie sehr. Umar fuhr in seinem Bericht fort. Zu dieser Zeit ging bei uns das Gerücht um, die Ghassaniden würden ihre Pferde bereit machen, um anzugreifen. Eines Tages ging mein Freund der Anschari in die Stadt, denn er war an der Reihe. Als er am Abend zurückkam, hämmerte er mit den Fäusten an meine Tür und rief mir nach. Ich erschrak und eilte hinaus. Er berichtete, etwas Wichtiges ist passiert. Ich fragte, was ist los? Sie sind die Ghassaniden gekommen. Naja. Nein, viel schlimmer. Der Prophet hat sich von seinen Frauen geschieden. Also Krieg ist weniger schlimm als die Scheidung von seiner Frau. Da rief ich aus, Hafsa ist verloren. Sie wird zugrunde gehen. Ich wusste doch, dass es so kommen musste.
Am nächsten Morgen kleidete ich mich an und ging in die Stadt, um zusammen mit dem Propheten das Morgengebet zu verrichten. Der Prophet zog sich im Anschluss daran in seine privaten Gemächer zurück. Ich ging zu Hafsa, sie war in Tränen aufgelöst. Ich sagte, warum weinst du denn? Habe ich dich nicht gewarnt? Hat der Prophet euch wirklich verstoßen? Sie antwortete, ich weiß es nicht. Er hat sich in seine Privaträume zurückgezogen. Ich verließ Hafsa wieder. In der Moschee bei der Kanzel saßen einige Leute. Manche weinten, ich setzte mich eine Weile zu ihnen, bis ich es dann nicht mehr aushalten konnte. Ich begab mich zu den Gemächern, wo der Prophet sich aufhielt, und befahl seinem dunkelhäutigen Diener, bitte ihn um Einlass für mich. Der Diener entfernte sich, um mit dem Propheten zu reden. Als er zurückkam, sagte er, ich habe mit dem Propheten gesprochen und deinen Wunsch erwähnt, aber er hat nichts dazu gesagt. Ich machte kehrt und setzte mich wieder neben die Kanzel. Dieses untätige Herumsitzen aber konnte ich nicht lange ertragen. Ich ging wieder zu dem Diener und sagte, bitte ihn um Einlass für mich. Der Diener entfernte sich wieder. Nach seiner Rückkehr sagte er, ich habe von dir gesprochen, aber er schweigt. Ich setzte mich wieder neben der Kanzel, konnte aber keine Ruhe finden. Ich musste den Diener ein drittes Mal losschicken, aber wieder lautete der Bescheid des Propheten, nichts gesagt zu haben. Einige Zeit später wollte ich mich entfernen. Da rief der Diener nach mir und sagte, gerade hat der Prophet dir die Erlaubnis gegeben, zu ihm zu gehen. Ich trat ein. Der Gesandte Gottes saß auf einem schlichten Geflecht aus Palmblättern. Keine Decke war zwischen ihm und diesem Lager. Und die Palmblätter hatten Druckstellen auf seinem Körper hinterlassen. Er lehnte sich an ein ledernes Kissen, das mit Palmfasern ausgestopft war. Ich grüßte ihn und sagte, während ich vor ihm stand, O Gesandter Gottes, hast du wirklich deinen Frauen die Scheidung gegeben? Er schaute mich an und erwiderte, nein, Gott sei Dank, rief ich. Darauf machte ich meinen Herzen Luft. Ich sagte, O Gesandter Gottes, hör mich an. Bei uns, den Quraysh, ist es üblich, dass die Männer gegenüber den Frauen die Oberhand haben. Als wir dann hierher nach Medina kamen, sahen wir, dass hier die Frauen dominieren. Der Prophet lächelte über meine Worte. Ich fuhr fort, O Gesandter Gottes, hör mich an. Ich bin zu Hafsa gegangen und habe zu ihr gesagt, lass dich bloß nicht durch deine Gefährtin Aisha irre machen. Sie ist attraktiver als du. Der Prophet liebt sie mehr als dich. Er begehrt sie sehr. Wieder lächelte der Prophet. Als ich sein wohlwollendes Gesicht wahrnahm, setzte ich mich und schaute mich in dem Raum um. Bei Gott, ich sah nichts, was meinen Blick anzog, mit Ausnahme einiger schöner Fälle. Ich sagte, O Gesandter Gottes, bitte doch Gott, dass er deiner Gemeinde größeren Reichtum gibt. Die Perser und die Byzantiner sind reich. Ihnen wurde im Überfluss an weltlichen Gütern beschert, obwohl sie nicht Gott dienen. Ich muss kurz einen Schluck nehmen. Wo war ich da? Der Prophet setzt... Ich habe jetzt das nicht verstanden, ich lese einfach weiter. Ah, er muss gehen, okay. Der Prophet setzte sich auf, nachdem er sich zuvor zurückgelehnt hatte, und sagte, möchtest du das wirklich, O Ibn al-Hattab? Ihnen werden diese Genüsse doch nur im diesseitigen Leben gegeben. Ich rief, O Gesandter Gottes, bitte Gott darum, dass er mir verzeiht. Der Prophet Gottes blieb seinen Frauen 29 Tage lang fern, weil Hafsa jene Sache Aisha weitererzählte. Er sagte, ich werde einen ganzen Monat lang nicht zu ihnen gehen. Er war sehr böse mit ihnen. Dies war zu der Zeit, da Gott, er ist mächtig und erhaben, den Propheten tadelte. Als 29 Tage vergangen waren, ging der Prophet als erstes zu Aisha. Sie sagte zu ihm, O Gesandter Gottes, du hast doch geschworen, einen ganzen Monat lang nicht zu uns zu kommen. Heute aber sind erst 29 Tage vergangen. Ich habe genau mitgezählt. Der Prophet entgegnete, dieser Monat hat nur 29 Tage. Aisha erzählte, im Anschluss an diese Ereignisse offenbarte Gott, der Erhabene, den Vers, wenn ihr beiden euch
Gott in Reue wieder, bla bla, das ist der gleiche Wert wie vorhin, 66,4. Als erster von seinen Freunden, Frauen, stellte der Prophet mich vor die Wahl, ob ich ihm weiterhin trotzen wolle oder nicht. Ich entschied mich dafür, ihm wieder zu gehorchen und beizustehen. Umar ibn al-Hattab schloss seinen Bericht mit den Worten: Anschließend befragte der Prophet auch seine anderen Ehefrauen. Sie schlossen sich Aishas Entscheidung an. Das war's. Also, um das jetzt nochmal zu rekapitulieren, der konnte dann fast 3 Wochen lang nicht poppen oder was und dann ging es nicht anders. Ja. So stellt sich das dar. Also die Frauen haben ihm getrotzt, weil das ist nur ein Teil der Gesamtgeschichte. Because bitches be bitches. Nein, das ist wie eine Episode aus Sex and the City. Ja, wirklich. Das ist aber die zweite Episode aus der Geschichte, weil er ging ja zu seiner Sklavin Maria und hat die gepoppt, obwohl war es Aisha an der Reihe oder Hafsa einer von beiden hat. Zainab, glaube ich. Dann eben Zainab, eine von diesen Frauen war an der Reihe und der Prophet sich beschwert. Genau, und Hafsa oder Aisha hat das mitbekommen, dass halt Maria gepoppt wurde von Mohammed und die sollten das für sich behalten. Also, wie kann ein Muslime das lesen und jetzt sich nicht über, und weißt du, in der heutigen Zeit sowieso schon mit den ganzen Soap-Operas und den ganzen Shit nicht denken, Alter, was ist denn das? Ja, weil die legt sich das so zurecht, dass es dann hinterher stimmt. Ja, aber du musst ja dann die Geschichte ganz anders erzählen, da gibt's ja nichts. Nee, du nimmst das nicht wahr durch die Brille der Realität. Du nimmst das durch die Brille wahr, es muss irgendwie stimmend gemacht werden. Und das ist dann deine Aufgabe, das zu tun. Wenn du das nicht schaffst, hast du versagt. Ja, aber da geht es doch wirklich nur ums Poppen und dass der da mit der anderen anstatt mit der und das war's dann. Deswegen, es steht ja auch im Koran drin, dieser ganze 66,4, das ist ja nur dieser Sexvers. Darum geht es ja nur. Wie kannst du im Koran schreiben, die Gläubigen heute dürfen nicht die Frauen von Mohammed heiraten? Was ist denn da die Moral von der Geschichte? Null. Das ist einfach nur eine weitere Episode irgendwo aus irgendeinem Scheiß und die Leute nehmen es ernst, weil ihnen gesagt wurde, sie müssen es ernst nehmen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist das deren Schuld. Also Moment, ich will da ein bisschen die Muslime sozusagen in Schutz nehmen. Der Vers, also dieser Hadith soll vielleicht eher zeigen, wie stark Mohammed ist und dass Gott sogar für so ein einfaches Ereignis Verse heruntersendet und zeigt, dass er wirklich der Prophet schlechthin ist. Dass er machen kann, was er will. Also, genau, das ist eigentlich glaube ich, der Hintergrund, also moralischer Hintergrund ist das nicht, aber eher ein Machthintergrund, das Vermächtnis vom Prophetentum, dass der Mohammed halt der echte Prophet ist. Gesetze gelten für andere, nicht für Mohammed. Ja, genau. Der hat wahrscheinlich nur gewollt, dass keiner mehr seine Frauen poppt, wenn er tot ist. Ja, deswegen werden die doch verhüllt, Herr Gott, nochmal. Das ist dieser Anspruch, den die haben mit ihrer ganzen, wie heißt das, wenn man Eifersucht, mit der ganzen Eifersucht, das ist meine Frau, da darfst du nicht mehr dran und das ist jetzt gesperrtes Territorium. Und deswegen muss sie jetzt erstmal verdeckt werden. So. Okay. Ja, dann macht er das Video, was ich da gelinkt habe mit How Islam Made Me a Feminist. Ja, viel mehr Sinn, muss ich sagen. Also. Keine Ahnung. Ich danke jedenfalls, dass ihr dabei wart und der Hadith hat jetzt sehr in die Länge gezogen, weil es ein scheiß langer Hadith war, aber es war vielleicht amüsant. Hoffentlich das nächste Mal ein bisschen kürzer, wer weiß. Liken, also Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer. Abonnieren, weitererzählen, Muslime kommt. Weil wenn ihr nicht kommt, das gibt mir einfach das Zeichen, dass alle Muslime irgendwie feige sind. Nein, alles, was du sagst, ist absolut richtig. Es gibt nichts, was irgendein Muslim dem entgegensetzen könnte. Sie können, wenn sie zu ihrer Religion stehen, zu ihrem Glauben stehen, dann spielt da keine Rolle, ob es die Realität widerspiegelt. Es ist aber wichtig zu sehen, wieso sie das vielleicht glauben und ihre Argumente würde ich trotzdem gerne persönlich hören.
Und solange kein Muslim kommt, muss ich einfach davon ausgehen, dass alle Muslime wirklich feige sind. Weil also ich habe so oft Leute angeschrieben. Eine Sendung gefunden, die was Ähnliches macht, auf umatv.com oder irgendwie sowas. Und da will ich jetzt mal gucken, ob ich da nicht mal reingucken kann, wenn die nicht zu uns kommen, wenn Mohammed nicht zum Berg kommt, dann kommt eben der Berg zum Propheten. Also gehe ich mal zu denen. Also, aha, jetzt bist du schon am Berg. Ja. Gut, jedenfalls bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Ciao. Ciao.